Wildnisgeschichten über Schachten, Filze und den Waldstier. Servus und willkommen zurück auf der großen Schachtentour im Nationalpark Bayerischer Wald. Im ersten Teil der über 20 Kilometer langen Wanderung haben wir schon viel über die Besonderheiten dieser ehemaligen Rastplätze für Hirten und Ochsen gehört. Von Buchenau aus sind Nationalpark-Ranger Thomas Drexler und ich hinauf zum Lindberger Schachten gewandert und von dort über das Zwieselter Filz auf den Kohlschachten. Im zweiten Teil geht es von hier aus weiter über das Latschenfilz und den Latschensee zum Hochschachten und über den Almschachten und die Trinkwassertalsperre wieder zurück nach Buchenau. Ein gutes Stück Wegstrecke liegt also noch vor uns und es gibt weiter auf den Schachten viel zu entdecken, wo einst Hirten mit ihren Rinder- und Ochsenherden gerastet und übernachtet haben, findet sich heute eine einzigartige Zusammensetzung verschiedenster und seltener Pflanzenarten, von denen heute einige scheue Nationalparkbewohner profitieren, erzählt mir Nationalpark-Ranger Thomas Drexler. Eindeutig Losung, Rotwild. Ja, eindeutig. Die großen Bämmerl. Die großen Bämmerl. Die sind natürlich auch fürs Wald herum ein idealer Platz. Es ist ein Großtoder zum Fressen. Wir haben zum Beispiel einen Enzian herummer, der wird immer wieder mal von den Hirschen angefressen. Zuerst habe ich aber gemeint, wir schneiden uns einen Enzian weg, bis man dann die Beispuren sieht. Feinschmecker halt, gell? Feinschmecker. Da, der wilde Thymian oder was? Nein. Das ist. Berichtigt mich bitte. Das ist Laubkraut. Wie wir Notzeiten gehabt haben, haben wir kein tierisches Laub nicht gehabt. Man hat irgendwas Laub dann braucht gehabt. Zum Kasen? Genau, zum Kasen. Und wo hat man das Laub dann gefunden? Hat in einer Pflanze, den Laubersatz. Na schön, ja. Ja, und das Schöne da herum ist, da ist ein kleiner Käfer. Der schaut aus wie der so ein Nashorn, weil er die Nase vorne so einen Teppung hat. Der Kopfhornschröter. Mhm. Den hast du da auch schon gefunden? Der ist da herum, oder der Rehschröter ist herum. Sind da so Kleinigkeiten, die wo's das ganze Gebiet ausmachen. Also der Mensch hat hier einen Lebensraum geschaffen für unzählige seltene Tier- und Pflanzenarten. Und vor allem die Pflanzengemeinschaft ist da herum oft eine ganz besondere, gell, Thomas? Genau. Unter die Schachtenbäume zum Beispiel, da ist natürlich mehr Nährstoffe durch die Blätter. Da wachsen ganz andere Gräser oder Pflanzen, wie jetzt auf der Freifläche, wo jetzt kein Baum steht. Da herum hat Besonderheiten haben der Tückenbund, ungarische Enzian, der gelbe Enzian, dann der Borstgras, Heidelbeere, dann Seegras. Seegras war früher, das haben wir Dachsen nicht mehr, aber wo hat man Seegras brauchen können? Früher sind Couchen. Sofa ist gestopft worden. Oder Matratzen. Da hat man, oder Seegras-Schuhe. Manche haben sich Schuhe draus gemacht aus dem Seegras. Also es ist immer wieder bestimmte Sachen, wo man immer wieder herleiten kann, wo früher irgendwo genutzt worden ist. Der Hirte auch zum Beispiel, ganz wichtig war für den Hirte der Anika herum. Weil wenn irgendein Ochs eine Verletzung gehabt hat, oder Verstauchung, der Enzian, wir kennen halt Schnaps, Enzian-Schnaps, der ist natürlich auch wichtig gewesen. Und Annika zur Wundheilung, gell? Wundheilung, genau. Also auch der Hirte hat die Pflanzen da herum genutzt gehabt. Er hat es auch gebraucht gehabt. Er hat es eigentlich richtig gemacht, er hat mit und nicht gegen die Natur gelebt. Genau, der Hirte hat mit der Natur gelebt, er hat das gefördert, was er gebraucht hat und was er seine Ochsen gebraucht hat. Er hat natürlich auch die Landschaft auch mit verändert. Und heutzutage muss man sagen, ohne unseren menschlichen Einsatz jedes Jahr wieder würde es die Schachten wahrscheinlich schon nicht mehr geben. Wäre schon zugewachsen wieder. Genau, also es gibt da manche Schachten, die haben zugewachsen bei uns herin in der Region. Und man hat dann auch die Schachten ab und zu auch wieder freigeschnitten gehabt, weil sie ja auch Kulturfläche ist. Und jetzt im Nationalpark gibt es sogar Patenschaften. Nehmen wir jetzt einen Waldverein her, der hat eine Patenschaft mit den Schachten. Buchenau Bürgerverein hat eine Patenschaft mit den Lindbergschachten. Dann mir selber, die Uni-Ranger-Verein gibt es auch, der hat eine Patenschaft. Das ist ja das Schöne. Und da wird selber auch noch freigeschnitten dann, oder wie schaut diese Schachtenpflege aus in der Praxis? Genau, es kriegen sind da Holzhauer dabei vom Nationalpark, die wo sie auch zum Beispiel Motose haben oder Motorsengst. Dann andere, die haben dann einen Waldteufel dabei oder einen Zang dabei zum Auszwicken. Was ist ein Waldteufel? Baumschau, so. Achtschere. Das ist der Waldteufel. Herrlich, ich liebe unseren Dialekt.
Und das ist natürlich wichtig, weil die Schachten haben ja früher Waldungen gewesen. Die haben da nur errichtet worden, die Schachten, von Menschenhand. Und der Wald hat sich das wieder zurückkommen, wo sie einmal genommen worden ist. Aber durch das, dass es so wichtig ist, weil es eine Kulturflächen ist, dass man es auch den nächsten Generationen herzeigen kann, dass es selbst geben oder dass es selbst auch wichtig war für unsere Region, wird das auch freigehalten. Man schneidet dann Fichtel raus, Vogelbier raus oder man holt das Halbergstaurat im Schach. Um diese Kulturdenkmäler zu erhalten, braucht es manchmal also auch ein wenig menschlichen Einsatz. Es gibt aber auch ein Naturschutzprojekt hier im Nationalpark, bei dem, ganz wie anno dazumal, Rinder und Ochsen für den Erhalt der Schachten zum Einsatz kommen. Die werden wir übrigens später noch live zu sehen bzw. zu hören bekommen. Nach dem Kohlschachten erreichen Nationalpark-Ranger Thomas Drexler und ich nun das zweite Hochmoor auf der Tour, das Latschenfels. Das wartet ebenfalls mit zahlreichen Besonderheiten auf. Großen Freiflächen zum Beispiel, die vor allem im Hochsommer beinahe wirken wie eine weiße Winterlandschaft. Und dafür sorgt ein typischer Moorbewohner, das Wollgras. Das ist wirklich faszinierend, wenn das Wollgras verbliert ist. Auf jeden Fall sagen, das bliert. Aber es ist im Endeffekt schon verbliert. Dann hat so weiße Schafwollpustel, schaut das aus. Wie so Puschel, so Baumwollpuschel, schaut das aus. Und ist ja ganz wach, wenn man es anklangt. Und die Eigenschaft ist einfach vom Wollgras, dass sie sich ganz weit flügellust zusammen. Also es ist, sobald wieder irgendwo so ein dicker Aufbruch ist, es kalt rausschaut, sieht sie sofort das Wollgras an. Das ist auch einer von den Baumeister von einem Moor. So ein Pionierort, genau, im Endeffekt. Torfmoos und das Wollgras, das sind halt die Hauptbaumeister fürs Torf. Und wann ist da die beste Jahreszeit, dass man das quasi in Anführungsstrichen blühende oder verblühte Wollgras dann herumsieht? Diese Schneelandschaft? Schneelandschaft, Ende Juli, Anfang August ist das Wollgras, was so richtig schön blüht, besser verblüht ist. Weil viele sagen, das Wollgras blüht, aber im Endeffekt ist es schon verblüht. Wo ist in die Feinkostkäferabteilung gehen wir jetzt? Genau, jetzt was? Tour gehen wir jetzt in die Feinkostkäferabteilung. Okay. Feinkostkäferabteilung, weil da ganz besondere Sachen haben. Und das ist jetzt auch da am Leichensee. Wir haben zum Beispiel Preiselbeer, Zwängerling, dann die Rauschbeere, auch ganz besonders und wichtige Pflanzen. Dann die Heidelbeere, Halber, die Moosbeere, bekannt natürlich Cranberry. Ja. Deswegen Feinkostkäferabteilung. Es war halt auch natürlich für den Hirte oder für die Leute früher, wäre zum Beispiel die Moosbeere auch wichtig. Weil die Moosbeere hat natürlich ganz viel Vitamin C. Deswegen kaufen wir uns mir auf Neudeutsch die Cranberry, weil er diese Vitamin C hat. Oh, wir sind jetzt schon auf diesem, wir sind tatsächlich schon auf diesem Rundweg Wolf. Gell? Wir haben jetzt eine andere Markierung. Jetzt ist nicht nur noch das grüne Dreieck, Pestwurz und Goldsteig, genau, auf dem wir ja auch by the way ging. Goldsteig, ganz wichtig. Sondern auch der Rundweg Wolf, der eben über Hochschachten und das Latschenfels führt. Thomas und ich halten uns auf dem Bohlenweg durch das Latschenfels links und so kommen wir nach ein paar Minuten direkt zum zweiten Highlight hier, dem Latschensee. Am Ende des breiten Bohlenstegs liegt das größte Moorauge im Nationalpark. Das tiefschwarze Wasser des Sees, umgeben von dichten Latschen, ist nicht nur ein beliebter Selfie-Spot. Auch die Fantasie mancher Besucher wird durch sein tiefschwarzes Wasser angeregt. Da wird ich oft gefragt, ob du schon mal Moorleichen gefunden hast. Ja, wir haben eine Moorleiche gehabt und es war geflogen, ein Frosch. Den habe ich so lange schwimmen sehen, bis er sich irgendwann einmal was über den hingekommen ist. Das war die einzigste Moorleiche, war herum der Frosch. Man weiß ja nicht, was theoretisch noch in den Tiefen schlummert. Nein. Das ist ja nicht untersucht worden. Aber das, glaube ich, muss man nicht wissen. Aber Latschensee ist, wie man sieht, ein beliebter Rastplatz. Erstens, genau, weil ein schöner Steg hinten ist. Die Sonne hereinscheint. Genau. Und weil es ja ein wirklich großer See ist. Das ist ja Wahnsinn, dass das auch ein Moorauge ist. Das ist einer von den größten Herren, der Latschensee. Einer der bekanntesten. Man kann wieder super schön fotografieren. Man hat ja nicht weit in Tschechien. Also wir sind da wirklich Grenzen. Deswegen haben wir herum den Grenzübergang, 16-14er, der wo es bis zum 15. noch frei ist, 15. November. Also es lohnt sich natürlich auch immer mal einen Blick rüber zu werfen zu unseren Kollegen, genau, in den Jumawa-Nationalpark. Aber
hier kann man durch den Steg, kann man lebhaft vorstellen, dass wir hier ab und zu auch ungebetene Badegäste haben. Genau, das ist halt unser Problem, dass ab und zu, ich meine, wenn wir recht heiße Sommer haben, sie können zum Ankommen in den Latschensäne gehen. Aber was hat jeder Mensch von uns umgehört? Was haut er sich in der Früh rauf? Sonnencreme, Deo. Und das zahlt er natürlich da mit ein in den See. Und das ist dann ein großes Problem, weil irgendwann kann es einmal umkippen. Oder es ist ein Fettfilm drüber und man sieht es recht schön, so Wasserläufer. Wenn über so einen Fettfilm drüber gehen, oder über so einen Schmierfilm, kann es auch das untergehen. Dass sie auf dieser Wasserhaut normal gehen. Genau, gehen. Und durch das, dass irgendein so Film oder Ölfilm drüber ist, kann es auch das dann da einbrechen und untergehen. Also ganz ehrlich, Thomas, ich möchte in dieses pechschwarze Wasser, wo ich nicht sehe, was unter mir ist, eh nicht einige. Ich weiß ja nicht, was da unten drunter ist. Vielleicht doch eine Moorleiche. Genau, oder was möchte man, wenn eine Moorleiche werden, deswegen geht er schwimmen. Nein, also lieber herausstehen, den wunderbaren Anblick genießen und nicht schwimmen. Nicht schwimmen und die Wunder der Natur lieber anschauen und nicht. Es ist nicht best gemeint, aber im Endeffekt hackst man mehr rauf, wenn man da einige zum Schwimmen. Generell gilt in den Gewässern des Nationalparks Bayerischer Wald Sommer wie Winter ein Badeverbot, auch wenn der Anblick zugegeben manchmal verlockend ist. Nach der kleinen Verschnaufpause am herrlichen Latschensee wandern wir jetzt weiter zu unserem nächsten spannenden Zwischenziel, den Hochschachten. Den erreichen wir schon nach wenigen Gehminuten und können heute noch ein besonderes Schauspiel beobachten. Den Umzug der nationalparkeigenen Rinder- und Ochsenherde des Roten Höhenviehs. Die beeindruckenden Tiere sind im Sommer über auf dem Rukowitz und eben auch auf dem Hochschachten im Einsatz. Sie dürfen sich hier ganz im Sinne des Naturschutzes mit den verschiedensten Schachtengräsern und Kräutern den Bauch vollschlagen und helfen so ganz nebenbei, diese einmaligen Kulturdenkmäler zu erhalten. Normalerweise kümmern sich Max Schreder und seine Kollegen um das Tierfreigelände in Ludwigsthal mit seinen Bewohnern und Gehegen. Heute ist das erfahrene Team als Umzugshelfer im Einsatz. Es ist durchaus eine Abwechslung, wenn es ein wenig anstrengend ist. Selber ist man natürlich schon ein wenig gestresst, weil es einfach alles funktionieren sollte. Es wird nichts passieren. Die Viecher sind doch irgendwo unberechenbar. Also muss man da einfach besser aufmerken. Aber wenn es dann wieder um ist, dann fällt einem einfach der Stor wieder runter und dann ist es wieder vorbei und dann passt es wieder. Aber ist schon irgendwie schön zum Sehen, irgendwie, dass man dann für den Naturschutz im Endeffekt so, sie sind ja auch wirklich wunderschön, so schöne Helfer hat, oder? Das sind recht schöne, da die Kühe, die gefallen dann jeden von uns da. Und die kleinen Bummel da, oder die Geiberl, wenn sie umeinander hupfen, die wachsen so schön schnell her. Das, denen kannst du zuschauen, wie sie groß werden. Also das ist schon eine angenehme Rasse. Die übrigens zu den bedrohten Haustierrassen zählt, weshalb mit der Herde des Nationalparks auch ein Beitrag zu deren Arterhalt geleistet wird. Seit ein paar Jahren schon werden die wunderschönen und stattlichen Rinder von Mitarbeitern des Servicezentrums Falkenstein jährlich auf die beiden Schachten zum Weiden gebracht. Ja, die sollten die Wiese zusammenfressen, damit sich der Bestand wieder anders aufbaut. Es wird geschaut, es wird auch nachgeschaut, was da für Pflanzen jetzt sich wieder durchsetzen durch die Beweidung oder wo es nachher wegkommt. Es sind auch Heidelbeeren um. Die sollten da ein wenig zurückgedrängt werden. Und je nachdem, wie viel wir dabei umhaben und wie stark sie es zusammenfressen, gehen sie zurück oder sie setzen sie wieder besser durch. Und dann kommen wieder eine Kur mehr rauf und dann kann man schauen, ob es dann besser wird. Nicht? Das sind heuer 10 Stück, die wir jetzt da umhaben. Das sind 4 Kühe, 3 kleine Ochsen, also Kalbe von heuer, und 3 große Ochsen. Die haben wir schon länger unter dem Stall. Aber das sind dann schon richtig schöne große Ochsen. So. Konzert haben wir auch dazu. Ja, langsam werden die Rinder und Ochsen ungeduldig. Sie wollen endlich vom Hänger auf die Weide. Obwohl die erfahrenen Tierpfleger die Nationalparkherde jeden Sommer vom Rukowitz auf den Hochschachten bringen, ist das dennoch jedes Mal wieder eine spannende Aufgabe. Wir machen es auch mittlerweile schon ein paar Jahre. Und jetzt werden sie auch durchaus schon ein wenig ruhiger. Anfangs haben sie tatsächlich ein bisschen geschritten gewesen, da hat man schon aufschauen müssen. Aber jetzt geht es einigermaßen, sage ich mal. Es ist nicht jeder Tag gleich. Wir haben einen Tag dabei gehabt, da haben wir es auf 2 Stunden verloren. Und nachher kommt wieder mehr Zeit, da brauchst du einen halben Tag. Wenn man ganz ruhig bleibt, geht es einigermaßen. Nur wenn dann der Stress zu viel wird, dann muss man es einfach mal kurz gehen lassen, dass es wieder ruhiger wird, dann kann man wieder weiterarbeiten. Und dann ist es soweit.
Max Schreder und seine Kollegen öffnen die Klappen des Anhängers. Und die Kühe, Kälber und Ochsen dürfen endlich das tun, was sie sollen und am liebsten machen. Die Weide auf dem Hochschachten abgrasen. Bei diesem herrlichen Anblick kommt bei uns fast ein wenig Neid auf. Also am liebsten darf man ja da selber herumbleiben, oder? Wie geht's dir da jetzt mal? Ja, beim Sinnchen wieder, wie wir heute haben. Das Lüfterl dazu, da kann man es recht schön aushalten. Aber wir haben heute schon einmal raufgekommen, wenn es einen Nebel hat und wenn es ein wenig Regen hat. Da bist du aber dann froh, wenn du nicht die ganze Zeit herumbleiben musst. Und gerade da schaust, dass du siehst, ob deine Kirche gut geht, dann bist du froh, wenn du wieder runterfahren kannst. Das glaube ich da gerne, aber die Viecher halten das ja aus. Ja, sie haben da einen Platz, wo sie unterstehen können. Ein Teil ist auch vom Waldbestand mit einzäunt, dass sie sich da auch ein wenig zurückziehen können. Dann haben sie nicht die ganze Zeit heraus der ganzen Witterung ausgesetzt. Die hier auf über 1000 Metern durchaus rau sein kann. Aber die robuste Rasse des roten Höhenviehs kann mit diesen Bedingungen hervorragend umgehen. Ganz wie früher, als die Schachten und angrenzenden Waldweiden noch von großen Ochsen und Rinderherden mit ihren Hirten genutzt wurden. Schön, dass man das hier auf dem Hochschachten im Sommer in der heutigen Zeit wieder nachspüren kann. Auch wenn die modernen Hirten wie Max Schreder dafür nicht mehr den ganzen Sommer über auf den Schachten bleiben müssen. Etwa von Mai bis Oktober ist die Herde des roten Höhenviehs auf den Hochlagen im Einsatz. Die ersten Wochen auf dem Rukowitz-Schachten und etwas später dann eben auch auf dem Hochschachten, falls Sie sich diesen Anblick nicht entgehen lassen möchten. Auch wenn es wirklich schwerfällt, diese tollen Eindrücke zurückzulassen, müssen wir langsam wieder aufbrechen. Zum Ende der großen Schachtentour wartet nämlich noch eine weitere besondere Verabredung. Und so wollen Ranger Thomas Drechsler und ich die paar Kilometer zum letzten Schachten auf unserem Weg zügig hinter uns bekommen. Nach dem Lindberger, dem Kohl- und Hochschachten wartet nun noch der Almschachten auf uns. Und mit ihm einer der Experten, wenn es um dieses schöne Thema geht, Reinhold Weinberger. In der kleinen Schutzhütte auf dem Almschachten sind wir mit ihm verabredet. Ich weiß nicht, warum ich Schachtenexperte bin. Leitungs. Es liegt vielleicht daran, dass ich beruflich in dem Gebiet jahrelang, jahrzehntelang unterwegs war. Ich war vor meiner Pensionierung Förster, schon im Forst am Zwiesel und auch später dann im Nationalpark. Und nach über 40 Jahren in dem Gebiet lernt man halt das eine oder andere kennen und liest man sich natürlich auch ein. Das ist natürlich eine gute Grundlage, wenn man da auch was weiß. Du bist ja auch Co-Autor eines ganz bekannten Buches über die Schachten. Der Tom hat es heute schon mal gesagt, Perlen im Waldmeer. Ja, der Jäger Konrad, ein begnadeter Fotograf, und Walter Zeitler haben damals ein Buch über die Schachten angefangen, haben mich dann irgendwie entdeckt, muss ich sagen. Das Büchlein ist allerdings schon vor Jahren entstanden, also Jahrzehnten. Es sind unter Umständen auch Wege drin, die es heute nicht mehr so gibt. Aber da sind die ganzen Schachten, vom Buchhüttenschachten am Arber bis zum Tummelplatz, sind da kurz beschrieben. Das Buch soll einen Anreiz machen, soll Lust machen, die Schachten zu erwandern. Es sind nicht viele wissenschaftliche Informationen drin, es sind einfach wunderschöne Beitel und kurze Texte und Wandertipps. Und das war eigentlich der Sinn und Zweck der Sache. Im Endeffekt machen wir ja heute auch nichts anderes. Mhm. Wir machen auch die Leute Lust drauf, die Schachten zu erwandern, die Schachten zu erleben, diese einzigartige Natur da herum wirklich zu erspüren. Ich freue mich, dass du jetzt quasi auf dem letzten Zipf, oder gut, es ist eigentlich ein ziemlicher Schlauch, den wir noch vor uns haben, jetzt begleitest. Wir gehen jetzt dann vom Almschachten los. Wo marschieren wir jetzt hin? Ja, das geht jetzt am Wanderweg entlang. Da kann man jetzt dann der verlorene Schachten. Ich weiß nicht, ob man da jetzt dann noch vorbeischauen. Das sehen wir schon, der ist ein bisschen abgelegen, oberhalb vom Wanderweg. Und dann wieder den sogenannten Judenweg zurück über die alte Ortschaft Schachten, muss man darüber sagen. Das wird als Schachten ausgesprochen, weil es gibt da nur ein Schachtenhaus und das sind die Schachtenhäuser. Und dann über das ehemalige Talsperre heute, da hat es einmal eine Ortschaft Hirschbach gegeben und so kommen wir dann wieder langsam Richtung Buchenau. Vom Schachtenhaus sind es 9 und von da aus müssen es noch ungefähr 13-14 Kilometer sein. Also, auf geht's, packen wir's. Thematisch begleitet uns der Almschachten aber noch ein paar Meter, denn
Nicht umsonst trägt er diesen besonderen Namen. War da herum wirklich mal ein Alm? Heute sieht man ja nichts mehr, aber man meint noch so gewisse Fundamente, gerade im unteren Bereich, zu erkennen. Da ist bestimmt einmal was gestanden, oder? Ja, da war früher so eine Stallung. Und der Almschachten, es gibt ja verschiedene Begriffe dafür. Die einen sagen Frauenauer Alm, die anderen sagen Poschinger Alm, weil er war im Privatbesitz, war also nicht staatlich, ist erst von der Nationalparkerweiterung war, ist er zum Nationalpark gekommen, wurde ja mit angekauft. Und das ist die Ausnahme gewesen. Die haben da Rinder heraufgetrieben, die auch Milch geben. Die anderen Schachten sind ja hauptsächlich beweidet worden mit Rindern, mit Vieh, das keine Milch gegeben hat. Ochsen überwiegend, gell? Hauptsächlich, also entweder Ochsen, also die berühmten Waldstiere, oder teilweise auch Jungvieh, also Kalmer, zweijährige Rinder, die eben auch noch nicht noch Quickier gewesen sind. Warum hat man denn da herum dann eine Ausnahme gemacht? Das ist einfach, das ist aufgrund der Besitzverhältnisse gewesen. Und warum Poschinger da Almwirtschaft betrieben hat, wahrscheinlich hat er sich rentiert oder was. Auf die anderen Schachten, das waren eher Weiderechte. Und die anderen Schachten haben eher eine Zucht von Fleischrinder gewesen. Also das hat da Priorität gehabt. Und er hat halt da die Milchwirtschaft mitgenommen. Mittlerweile gehört aber der Almschachten zum Nationalparkgebiet. Aber soweit ich weiß, der verlorene Schachten ja weiterhin nicht. Der gehört ja weiter der Familie Poschinger, soweit ich weiß. Ja, genau. Bei der Erweiterung ist der verlorene Schachten nicht mit vermessen und verkauft worden und ist nach wie vor im Besitz von der Familie Poschinger, Oberfrauenau. Grund war auch die Hütte, die dort steht, die jetzt auch vom Waldverein betrieben wird. Die sollte erhalten werden als Unterkunft für Wanderer und dass das einfach auch nach wie vor funktioniert, dass die privatwirtschaftlich vermietet werden kann, sagen wir mal so. Und das, glaube ich, war der Hintergrund, warum man den verlorenen Schachten nicht verkauft hat. Der Almschachten dagegen ist seit der ersten Nationalparkerweiterung 1997 Teil des ältesten und inzwischen auch größten Waldnationalparks Deutschlands. Und er ist natürlich auch ein uralter Zeitzeuge dieser langen Geschichte der Waldbeweidung, die übrigens noch bis in die 60er Jahre hin stattfand. Echte Zeitzeugen gibt es deshalb heute nur noch sehr wenige. Umso wichtiger, dass Menschen wie Reinhold Weinberger noch ein paar Geschichten kennen und sie somit auch für die Nachwelt festhalten. Ich habe mit dem Schmied Fritz, der Name, Hausname ist der Pragabi Fritz, das war also einer von den letzten Hirten. Also dem sein Vater war noch, ich sage mal, hauptberuflich Hirte und er ist als Bub noch viel mit umgegangen. Und von dem habe ich eigentlich noch viele Geschichten mitgekriegt, die sehr authentisch sind. Es war ein Leben, die haben sehr wenig verdient. Die haben im Winter haben sie mehr oder weniger von den Bauern durchgefordert worden, wie man so schön sagt. Und im Sommer, also ab Georgi, das war der 23. April, ist normalerweise der Auftrieb gewesen. Und dann am 29. September haben sie wieder runtergegangen. Wenn es ein schönes Wetter gewesen hat, haben sie noch ein bisschen länger rumbleiben dürfen. Und in der Zeit haben die eigentlich die ganze Zeit auf die Schachen gewesen. Nachdem das eine Waldweide war, war das auch nicht so einfach. Die haben sich also schon immer an das halten müssen, wo es auch gehen dürfen. Es waren verhängte Bezirke. Das heißt, da hat der Forst gesagt, da dürft ihr nicht rein, da ist eine Verjüngung da. Da fressen die Kühe Baum zusammen. Und wenn sie das nicht aufgeschaut haben, hat es also da auch Strafen gegeben und so. Also sie haben da schon eine Verantwortung gehabt. Aber wenn man das so verfolgt, was die Hirten damals für Aussagen getroffen haben, und da stehen ja da ein paar Sachen in dem Büchel, Perlen im Waldmeer, da wo der Baumstiftenlenz einen Hirten fragt, was denkst du denn den ganzen Tag? Und dann sagt er, ist gescheiten Leute, müsst ihr bei mir nicht, müsst ihr was denken. Man muss sich nicht den ganzen Tag was denken, so ungefähr hat er es gesagt. Es ist eigentlich typisch für das, dass die irgendwie in einer Zufriedenheit ihren Beruf gemacht haben. Und grob vom Pragabi Fritz habe ich gewusst, also dass sie dem sein Vater, der hat schon darauf hingefiebert, wenn der Schnee weggegangen ist, dass er wieder auf die Schachten, dass er wieder Hirter werden kann. Im Winter haben die manchmal in der Glashütte gearbeitet oder sonst was. Aber dann immer wieder einfach diese Sucht nach dieser Freiheit, nach die Viecher, nach der Landschaft, nach dem alles, was das alles herum ist. Ich finde, gerade auf den Schachten merkt man das auch noch in dieser manchmal hektischen, modernen Welt, dass es für Zufriedenheit und Glück eigentlich nicht viel braucht.
Reinhold Weinberger und ich sind inzwischen schon ein Stück gekommen und folgen weiter der Goldsteigmarkierung Richtung Trinkwassertalsperre. Reinhold, du hast gerade eingeworfen, jetzt gehen wir übrigens auf dem Judenweg. Warum Judenweg? Ja, der Weg ist historisch Judenweg, und zwar deswegen, weil auf der böhmischen Seite der Judenwald ist. Und der Judenwald hat seinen Namen daher, dass ein jüdischer Kaufmann, Meier Levi hat der geheißen, aus Regensburg, der hat den Wald damals gekauft und hat ihn dann abgeholzt. Und nachdem er da zu viel abgeholzt hat, wie erlaubt war, also er hätte eigentlich mehr stehen lassen sollen, hat aber ziemlich eingelangt. Und dann hat er das Holz über die bayerische Seite außergebracht. Und das ist eben dieser Weg, der in den Judenwald hineinführt, und der hat den Begriff Judenwald, Judenweg praktisch ist dem Weg da geblieben. Und der geht jetzt wieder oben bis zum Blockhaus Schachten. Aber der Judenweg, hast du gerade noch gesagt, hat auch einen anderen Sinn gehabt, nicht nur zum Holzrücken. Nein, war natürlich auch der Zuführungsweg, sage ich einmal, für den verlorenen Schachten und für die Alm. Der Poschinger hat da früher seine Rinder auf diesem Weg aufgetrieben. Es ist dann auch die Verbindung zwischen verlorener Schachten und Alm. Sieht man heute noch, wie schön rolliert ist. Also das ist ein mit Steinen aufgebauter Weg, nicht gerade einfach so in weil der damals auch wahrscheinlich mit Karren befahren wurde. Also mit Pferde- oder Ochsenfuhrwerken. Beinahe jeder Meter der langen Schachtentour atmet noch heute die Vergangenheit. Und wer noch mehr darüber erfahren will, meldet sich einfach mal bei Führungen zu den Schachten an. Unsere Ranger und Waldführer kennen ebenfalls sehr viele spannende Geschichten darüber. Bis zu unserem nächsten Halt geht es für Reinhold Weinberger und mich noch rund eine halbe Stunde bergab. Vom Judenweg über eine breite Forststraße und wieder hinein in den wilden Nationalparkwald. Weiter dem Goldsteig folgend, bis wir plötzlich der Zivilisation näher zu kommen scheinen. Denn schon von Weitem sind zwei hölzerne Gebäude zu erkennen, die Überreste des einstigen Ortes Schachten. Das ist eine frühere kleine Ortschaft mit insgesamt, glaube ich, 5 Häuser, haben wir insgesamt da gewesen. Und ein Haus steht noch. Das Gebäude wurde früher als Diensthütte an Urlauber vermietet. Und das andere, das Langzungen jetzt da, das ist eine Stallung bzw. ein Werkzeugraum. Schachten war früher ein Forstinstall, das Forstamt des Zwiesel. Das Forsthaus ist dann noch lang gestanden und ist dann abgerissen worden. Später ist dann der Schuppen, der wo noch da vorne gestanden ist, ist auch noch abgerissen worden. Was heute noch da sind, das sind die Obstbäume, Kirschbaum und der Apfelbaum sind noch dort. Aber auch wieder so ein Zeitzeuge der vergangenen Holzwirtschaft. Und wie viel Häuser hast du gemeint, haben da mehr rumgestanden? 5? Wahnsinn, also das kann man sich gar nicht vorstellen. 5 Gebäude, glaube ich. Ich kenne auch nur das, also die Beitel, wo das Forsthaus noch drauf ist. Und da eins, aber es sind angeblich nur 2 weitere da gestanden. Interessant war das insofern, dass das auch die Station war für den Schlittenzug im Winter, wenn die vom Rachel runtergezogen haben. Also da gibt es vom Schlittenzug, die haben also bis vor der Stadt hängen oben, haben die das Brennholz und oder auch teilweise Stammholz da runtergezogen und haben es da aufgerichtet. Das ist dann im Winter, es ist dann eine Spur angeblich eingegrammt gewesen, und wenn sie da 2 Autos begegnet haben, dann hat eins umdrehen müssen. Haben sie oft verzeiht, der Postbote hat dann Zeitung mit eingebracht und der Zoll hat teilweise, wenn sie Dienst gemacht haben, hat dann wieder Post mitgenommen, und die haben auch keinen Strom gehabt herin, sondern der Förster hat mit einem Dieselaggregat hat der seinen eigenen Strom erzeugen müssen, war auch nicht unbedingt das Lautloseste, und der war echt froh, wie er dann versetzt worden ist, beziehungsweise wie die Dienststelle aufgelöst worden ist. Ich war dabei, wie dann die letzten restlichen Gebäude abgebaut worden sind. Das war dann so mein, unter anderem unter meiner Leitung. Na ja. Dann auf geht's Richtung Trinkwassertalsperre. Hinten hört man schon im Buch, der direkt reinläuft. Genau, dann geht's langsam aber sicher zurück im Buch hinauf. Zurück zum Ausgangspunkt der langen Schachtentour. Und wer dann immer noch nicht genug hat, kann mit etwas Glück auch noch einen Blick ins wirklich sehenswerte Schloss in Buchenau werfen. Da bist ja du auch irgendwie aktiv. Ja, das Schloss Buchenau, das gehört an den Förderkreis Schloss Buchenau. Das ist ein eingetragener Verein. Das Schloss ist 1740 gebaut worden und war also das Schlösschen für die Klosehütten, die es damals durchgegeben hat. Da haben die Poschingers von Buchenau quasi residiert. Die haben residiert und die haben dort Glas gemacht, weltweit berühmtes Glas.
Also eigentlich alle drei Buschinger hinten. Es hat damals in Zwieslau ein Buschinger gegeben, in Oberfrauenau, die Buchenau. Ja, und das Schloss, das ist jetzt, und wir haben das 2006 haben wir es gekauft, nachdem da keine Nachfolger da waren, die das betrieben hätten, also aus der Erbfolge. Und haben wir viele Veranstaltungen, ganz viele kulturelle Veranstaltungen. Und da kommen Leute, teilweise haben wir die letzte Zeit fast 2000 Besucher mal. So bekannt ist das in der Zwischenzeit. Aber schön, ich finde es das toll, dass es das versucht weiter zum tragen, weiter am Leben zu halten, das Ganze. Toll. Aber öffentlich ist es so nicht zugänglich, glaube ich, gell? Es ist zugänglich, wenn Veranstaltungen sind, also bei den Konzerten sowieso, sind die Räume offen, man kann einige. Es ist wieder so, wir haben ja vom Personal her normalerweise nicht so aufgestellt, dass wir da große Führungen machen können. Aber auf Anfragen kann man auch mal wieder eine Führung machen. Ansonsten ist, wie gesagt, bei so öffentlichen Veranstaltungen kann man zumindest die Zimmer anschauen. Und mit diesem kulturellen Highlight geht die große Schachtentour rund um Buchenau nun wirklich zu Ende. Ich hoffe, Sie haben es genauso genossen wie ich und meine Mitwanderer und sind bei der nächsten Folge der Wildnisgeschichten wieder mit dabei. Übrigens geht's dann von Frauenau auf den großen Rachel. Mehr wird aber noch nicht verraten. Bis bald. Alle Folgen der Wildnisgeschichten gibt es auch bei Spotify und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.